Dieses Jahr ging es für Jens und mich zur Hirschsprung nach Polen. Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Aber irgendwie wussten wir, dass diese Reise besonders werden sollte. Ich wusste, den habe ich gerochen. Ich auch. Der erste Ausgang einer Jagdreise ist immer der schwierigste. Man kennt die Gegebenheiten einfach nicht. Und so wartet man meistens erstmal ab und versucht sich einen Überblick zu verschaffen. Der Hirsch scheint unmittelbar vor uns zu stehen. Trotzdem können wir ihn nicht sehen. Der Jagdführer hat den Hirsch an der Stimme erkannt und sagt uns, dass wir ihn angehen sollen. Und wie so oft in der Brunft ist es nicht der Hirsch, der einen mitbekommt, sondern ein Stück Karwild, was am Rand steht. Und damit ist die Chance vertan. Der nächste Morgen. Wir müssen auf jeden Fall morgen früh gezielt die alten Stimmen angehen.
Es ist ein wahres Brunftspektakel an diesem Morgen. Und gleich sollten wir etwas sehen, was uns beiden die Sprache verschlägt. Das ist mit das Schönste, was ich je gesehen habe. Wie die da rumspielen.
die Stimme ist auch nicht so schlecht. So 989 schätzt man der Stimme. Welche Stimme meinst du? Die hier links. Sehr gut. Ist gut, geht schon. Okay, klar. Also der Morgen war überraschend gut. Sehr, sehr viele Hirsche gehört. Um die 20 würde ich mal insgesamt sagen, bestimmt. Ein großes Kabeltrudel mit einem Hirsch, aber der war zu jung, aber sehr gut veranlagt. Und ja, wir haben uns jetzt quasi als Ziel gesetzt, dass wir dann ab morgen gezielt die alten Hirsche angehen von der Stimme. Der Hirsch, den wir hier jetzt so schön vorhatten, war auch eindeutig zu jung von der Stimme, von allem. Ja, traumhaftes Wetter, schöne Aufnahmen gemacht. Tja, noch die Hirsche rufen noch, das genießen wir jetzt und dann werden wir gleich abgeholt vom Jäger, der holt gerade das Auto. Ja, Tim, wir haben jetzt schon beim zweiten Ausgang einen grauen Fuchs gesehen, ne? Ja, schwarzen. Der war ziemlich grau. Also so nah habe ich jetzt auch noch keinen gesehen. Ich habe ja bei den Reimanns auf der Druckjagd einen gesehen. Anfang des Jahres, auf ganz weiter Entfernung, nur ganz kurz. Und der hier kam 30, 40 Meter vor uns auf dem Weg, guckten uns einmal kurz an und dann gingen wir nach links weg. Der war so relativ so grau-schwarz, ne? Ja, so dunkelgrau, der sah so ein bisschen dreckig aus. Ja, genau. Hat er gestunken wie Sau. Ja, also der hat wie so ein richtig stinkender Fuchs gerochen, fand ich. Der vertreibt uns die ganzen Hirsche, weißt du? Ja. Ist drauf? Nee, leider nicht. War schon auf Aufnahme und hat nochmal auf Aufnahme gedrückt und dann auf Stopp. Ja, schade. Den jungen Hirsch vorher hat er gefilmt. Nee, das habe ich gemacht. Ach so. Ja, das habe ich gemacht. Es liegt nämlich jetzt doch ein Hirsch auf der Strecke heute. Ja, mal wieder. Weiß ich jetzt noch nicht. Ja, Schweiß kommt aber gleich. Das hier ist nicht weit. Obwohl, jetzt genau nicht der Rand ist wirklich dicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hier, ja, da vorne. Ah, da ist ein Hirsch, ja. Ja, das sieht ja auch irgendwie das nach dem Hirsch aus. Sein. Was ist raus? Hammer Hirsch. Ja, da muss man noch nicht mehr auf eine Freigabe warten. Ja. Boah. Da, die kann man also auch flüchtig. Der ist brutal. Oh, alles noch rum.
richtig alter Hirsch, das ist 12 Jahre Minimum. Boah, diese Gabel hier. Oh ja. Nicht wahr? Also das ist... Richtig schön, haben wir. Ich glaube schon, dass Papa schon einen Bruch bekommen hat. Ja, das könnte aber dann kriegt jetzt von mir noch einen Erlenbruch hier. Halt mal Zeit, Papa. Muss ich mich ja nochmal entschuldigen, dass ich gerade geschossen habe, scheinbar als ihr denn dann, als es bei euch dann spannend wurde. Bei dem Hirsch ist das okay. Bei dem Hirsch ist das, verzeihen wir dir das. Und wie der bei uns da im Esszimmer keine Mittelsprosse. Das ist dazu alledem ja auch da noch abnorm. Also es verkürzt ja, gar nicht diese Verbuchungen hier. Ja. Was ist das für ein Trägerart? Ja, und wir haben den eigentlich übereinstimmt. Ich bin Stier kommt. Der nächste Abend. Es ist viel zu warm für die Brunft und deswegen erwarten wir nicht viel. Und insbesondere, dass das Rotwild sehr wahrscheinlich erst sehr spät auf die Freiflächen ziehen wird. Die Hirsche melden so gut wie gar nicht. Doch auf einmal steht ein kapitaler Hirsch vor uns. Der Hirsch steht auf der anderen Seite der Freifläche auf ca. 300 Meter Entfernung. Könnte stark genug sein. Bei schwindendem Licht ist die einzige Möglichkeit für uns, den Hirsch anzugehen. Scheiße zum Schießen. Unser Plan hatte funktioniert. Doch der Hirsch stand immer etwas verdeckt und so war ein Schuss nicht möglich. Aber es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir diesen kapitalen Hirsch gesehen haben. Der nächste Morgen. Plötzlich wechseln Sauen über die Freifläche, gefolgt von Dammwild und dann Rotwild. Wie aus dem Nichts steht auf einmal ein hochkapitaler Hirsch mitten auf der Wiese. Jetzt muss es schnell gehen.
Ich hab ihn gerade so noch drauf gehabt. Alter, ist das weit. Da der Hirsch direkt im Knall zusammengebrochen ist, entscheiden wir uns, sofort zum Stück zu gehen, um sicher zu sein, dass es sich nicht um einen Krellschuss handelt. Boah! Was ist der für eine Krone? Was mein Zelt? Was denn nichts? Die wurden von irgendwem darüber, von da drüben hier hingetrieben. Das kam jetzt aus dem Nichts. Wir wussten gar nicht quasi, was wir machen sollen. Und dann kam hier Sau und Dammwild und auf einmal der Hirsch mit ein paar Stück Kabel auf die Wiese gezogen. So dicke Stangen, Hirsch. Dicke Stangen, ne? Ey, das waren ja locker 200 Meter. Wir laufen zurück. Er ist noch so 20 Meter vorgelaufen. Und dann gucke ich erst nach links und denke, da laufen noch Schweine. Gehe ich weiter ein paar Meter, gucke ich noch mal, denke, ey, da kommt doch Rotwild. Erst nur so ein bisschen Kahlwild. Und dann denke ich, ja gut, da muss jetzt eigentlich ein Hirsch kommen. Und dann kommt da so ein Brecher hinterher. Ich dachte, irgendwie kommt jetzt ein kleiner Hirsch, irgendwie was so, ne? Und der war ja noch am Schreien auf der Wiese. Ja, der hat ja überhaupt nicht. Einmal kurz geschrien, ja, die wurden aus dem Wald gescheucht. Deswegen kam ja auch alles Mögliche raus. Unglaublich. Das war eine Aktion. Aus dem Nichts. Da gibt es mindestens einen 18er. Hm? Mindestens einen 18er. Ja? Mhm. Sag mal. Ja, dann geh mal zu deinem Hirschtim. Also ich habe ja gesehen, dass er stark ist, ne? Aber dass er so kapital ist. Madame. Ja, Goldmedaille. Madame, ja, Goldmedaille. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es hier so starke Hirsche gibt. Wie der von hinten aussieht. Denkst du, das wäre ein 15 Kilo Hirsch? Ich dachte, seine rechte Krone ist schon krass, aber die linke ist ja auch absolut krass. Das ist ein Trümmer. Jetzt kann ich in Frieden sterben.
ganz locker 9 Kilo. Kann sein, dass der über 10 Kilo hat. Da wird sogar in Serbien jeder sagen, was ist das für ein Bomber. Ja. Mensch, dass man den Hirsch in Polen geschossen hat. Gut, dass du so schnell gehandelt hast. Oh. Jens, das ist mein absoluter Traumhirsch. Mit der Fingerspitze Nagel an Nagel quasi. Ja, okay, hier bin ich weit davon entfernt. Ich finde, er sieht irgendwie, also aus, wäre der unten so dünn, aber das ist nur, weil die Kronen so übelst dick sind. Der ist hier oben so breit. Und hier hat er quasi noch eine Becherkrone. Der Hirsch hat Dinge zusammen, die eigentlich unmöglich sind. Der hat da so wie eine Schaufel, hier hat er eine Becherkrone. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich hätte niemals gedacht, dass es in Polen so einen Hirsch gibt. Ich auch nicht. Ein Lebenshirsch. Willkommen auf Hunt on Demand. Hunderte exklusive Jagdvideos der bekanntesten deutschen Blogger und Filmemacher stehen hier jederzeit auf Abruf für dich bereit. Traumdrückjagden in heimischen Revieren, Weizenschweine, Hirschbrunft, Bockjagd und viele weitere Jagdmomente, die dich staunen lassen werden, findest du nur hier auf Hunt on Demand. Und das ist noch lange nicht alles. Werde selbst Teil und geh mit uns gemeinsam auf die Pirsch. Gewinne im Hunting Club Jagdreisen, Equipment und erlebe mit uns die Faszination der Jagd. Jagen, filmen, starten. Jetzt ansehen auf Hunt on Demand. Die besten Jagdvideos im Netz. Jetzt einen Monat kostenlos testen.